Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Workshop Nummer 5. Wir haben wieder was ganz Neues für euch, was ganz selten ist, was eigentlich in den seltensten Fällen umgebaut wird, weil das, ja, ich will nicht zu viel labern, komm einfach. Hygiene ist übrigens bei uns ganz wichtig. Wir haben hier einen Kia Ceed mit einer 1,6 Liter Maschine, 204 PS, ist ein Turbo, kommen wir mit runter. Dafür haben wir eine Abgasanlage gebaut, Abkatz mit Klappenfunktion. Ja, das Ding hört sich wirklich gut an, geschlossen. Wie immer original bei uns und offen, ziemlich sportlich. Da viele Leute uns immer gefragt haben, ey Jungs, könnt ihr mal vielleicht die Faszien ein bisschen ausbauen? Nicht immer in einem Stand, weil die Autos ja nur bis 3,5 meistens immer drin, haben sie immer diese Sperre drin. Wenn wir jetzt ins Auto steigen, ich will euch mal so ein paar Sachen im Auto erklären, auch zeigen, weil ich bin extrem überrascht von diesem Fahrzeug. Das ist krass, was das alles so am, an Innenausstattung hat. Wenn wir jetzt gleich hochgehen, gucken wir uns mal die andere Sportauspuffanlage, die der Kunde sich zuvor schon eingebaut hat, die hat ihm leider nicht gereicht. Oder Gott sei Dank nicht gereicht, dafür sind wir ja zuständig. Die ist schon von einem Mitbewerber gemacht worden. Wir müssen es jetzt richtig machen. So, wir steigen einfach los. Bis gleich. Ciao. So, da sind wir jetzt im Kia Ceed. Ich muss ganz ehrlich sagen, überragendes Fahrzeug, ja. Wir wissen ja alle, Turbomotoren schlucken ja Klang. Oh, hier bist du gleich jetzt dazu. Turbomotoren schlucken Klang und der hat ja nur 1,6 Liter. Was kann man da machen? In der Regel ab Turbo mit Downpipe. Das wäre dann dem Kunden zu laut gewesen, deswegen haben wir eine Abgasanlage ab Cut gebaut mit Klappenfunktion. Ohne Scheiß, der Kontrast ist wieder überragend. Das werden wir gleich hören und der blubbert schön. Hört sich echt geil an. Es haben uns viele Leute angehauen auf unsere Videos, warum wir nicht was dazu erklären oder wir auch Faszien mit dem Fahrzeug auch zeigen, weil wir die Videos immer im Stand machen mit auf und zu. Und die meisten Fahrzeuge sind ja bei 300.000 schon wieder geblockt, dass man nicht höher drehen kann. Es wird aber mal langweilig. Man darf nicht vergessen, diese Qualität der Videos, die wir haben, dank Roll Films, ist auch nicht gerade billig. Ne? Das kostet auch alles immer viel Geld. Und wir sind ein Unternehmen, ein Familienunternehmen, was gerade aufstrebend ist. Und wir müssen halt ein bisschen so gucken, wo wir die Finanzen oder wie wir die verwalten. Aber wir werden jetzt peu à peu immer mehr versuchen, hochwertigere oder aufwendigere Videos zu machen, weil hochwertig sind sie ja. Nur das nimmt auch immer sehr viel Zeit und Geld in Anspruch. Und wie es im Leben so ist, beides haben wir nicht. Ja. Gorilla, was sagst du dazu? Ich nehme an. Ja. Ich muss dir sagen, die Asiaten haben es drauf, ey. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Auf und Zu drehen. Bis gleich, ciao. Spaß beiseite, überragendes Produkt, überragendes Fahrzeug, muss man ganz ehrlich gestehen. Klang ist sehr gut für eine 1,6er Maschine. Wenn ihr auch sowas sonderangefertigt bekommen wollt, meldet euch bei uns über Facebook oder über E-Mail. Ruft an, kommt vorbei. Samstags haben wir immer kostenfreie Beratungstermine von 10 bis 14 Uhr. Kostet nichts, kommt vorbei. Wir haben immer 1, 2, 3 Fahrzeuge da stehen, wo wir euch was vorführen können. Ganz wichtig ist nochmal, andere Anbieter haben auch geile Abgasanlagen, gar keine Frage. Bei uns ist ganz entscheidend der Kontrast zwischen auf und zu. Das können wir überragend. Also, in dem Sinne alles Gute, euer Radek vom Workshop und ciao.